Herzlich willkommen, Nix und weiteren Folge. Days Gone. Ja. Wir versuchen jetzt mal Liste auszurichten. Ja, stimmt ja. Ich muss die letzten Nester verbrennen. So, das war's dann. Mit dem Nest hier. Schließe alle Infizierungsbeseitigungen. Damit haben wir es. Was ist Lost Lake hier? Nee, Lost Lake ist hier. Deserteure, Dreckskerle. Ihr glaubt, ihr könnt mich überfallen und kommt damit davon? Ja, sind sie nicht. Und so, dann müssen sie aber nach oben. Wow. Bestimmt eine kleine Horne, wie es aussieht. Wo sind eigentlich noch diese X-Zeug für dieses Zeug? Ist hier noch ein X? Ja, da muss noch irgendwo ein X sein. Ah. Ah ja, ah, schön. Mit Halb Camp. Oh. Ah. Zeigen wir bestimmt gleich noch nichts. Bin ich dann in deren Bunker hier? Keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alle
alles Vergewaltiger und Mörder. Ich sehe. Zieht euch zurück! Jetzt wird's Zeit für den Fest. Ja, das passt. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, ha? Huh? Ja. Ganz wichtig, dieser Bunker. Nur noch vor mir einen Torschutzanlagen. Euch einen auch, ja. Das wird nützlich sein. Okay. Na dann, jetzt geht's hoch. Ist das beschissen.
Ja, die schicken mich aus, ohne mich hier aus rumfahren soll. Da könnte ich einfach hier so. Und jetzt auf einmal sind es nur noch 120 Meter. Das ist doch so. Ein Mirror-Signal. Okay. Wo ist das? So, noch Konzentration. Ja, so wird's gehen. Ah ja. Das ist interessant. Freaky. Scheiße. Haben wir hier runter, Digga? 200 Meter gespart. Was? Alter. Ach Gott. Wir begraben Iron Mike jetzt. Hey. Hey, Deacon. Eddie hat das gemacht. Wunderschön, oder? Danke. Ja, das ist aus einem Stück Rotholz, das Mike aufbewahrt hat. Er hat mal erzählt, dass er was draus machen will, wenn sich alles beruhigt hat. Sowas wie ein Schachbrett. Warte, was? Er hat kein Schach gespielt. Iron Mike hat Schach gespielt. Nein. Nein, aber das ist der Punkt. Dass ein Tag kommen wird, an dem sowas wieder wichtig ist. Was steht da?
Frag mich nicht, ich hab's nur geschnitzt. Es ist ein altes Hindu-Sprichwort. Ich kenne es von meiner Mutter. Es bedeutet, Flüsse trinken nicht ihr Wasser. Bäume essen nicht ihre Früchte. Und Wolken schlucken nicht ihren Regen. Was Große haben, dient immer dem Wohl der anderen. Wie findet ihr's? Schön. Tja, das von dir ist, hätte es ihm bestimmt viel bedeutet. Ja. Ja, ich glaube, wenn Mike hier wäre, würde er wahrscheinlich was sagen wie, was zum Teufel soll das heißen? Ja, nein, oh, du hast Gott recht. Er hätte gesagt, was zum Teufel soll das und heißen? Und dann, warum zum Teufel steht ihr hier so rum? Die Welt rettet sich nicht von selbst, verdammt, an die Arbeit. Wieder richtig. Na los, an die Arbeit. Oh, habe ich dir schon mal erzählt, wie Iron Mike damals Eddie und mich zum ersten Mal in der Lodge vor dem Kamin erwischt hat? Oh, das ist lustig. Okay, wir hatten uns umarmt. Nein, wir waren voll dabei. Eddie, was? Eddie. Wieso? Das erste Mal. Und Iron Mike kommt raus und er sieht uns an. Okay. Er hatte dieses Grinsen. Ich grinse nicht. Du bist super pervers. Die zwei machen mich fertig. Mach mich fertig. Usasutte? Ach Gott. So wegen Iron Mac. Mann, der Typ hat was bedeutet hier in diesem Camp. Ach, jetzt weiß ich, wie die Tunte wieder hieß. Die hieß Tucker. Da ist Sarah. Schau, wie glücklich die ist. Wo sie zusammen hat ihren Hund. Schau mal, das Spielzeug, was wir irgendwann mal gefunden haben. Ach Gott. Das will ich fahren. Heftig. Besser als meins. Ach Gott, die beiden. Oh, süß. Okay. Alle wollen was noch von mir. Die spielen da vorne auf der Trommel. Machen wir die Mission. Hey Ricky, was gibt's? Mitchell und ein paar andere waren nordwestlich von hier auf Beutejagd, als Drifter sie angriffen. Sie folgten ihnen zu einem Camp nördlich vom Milagua Lake. Okay, also Mitchell und seine Leute konnten nichts tun? Sie sind keine Drifter, Deke. Mitchell ist noch ein Kind. Ich weiß nicht mehr, ob er schießen kann. Und was zum Teufel machen die dann da draußen? Hör zu, ich brauch dich dafür. Lost Lake braucht dich. Okay, ich kümmere mich drum.
Danke, Deke. Ach Gott, Digga. Und kann man nicht hier eine Abkürzung machen? Haben die das hier blockiert? Ich weiß es leider nicht, letzte Mission abzuschließen. Leider nicht, was ich genau mache. Dass alle Horden sein müssen. Oder aber ob es die Missionen kleiner. Ricky, ich bin am Melaqua Lake und ja, hier ist ein Camp voller Drifter. Ja, ich schaff das, Deacon Ende. Das ist mir auch noch ein Stück. Okay. Der letzte. Das war's. Jetzt sag ich Ricky, dass es erledigt ist. Ricky, erledigt. Das Drifter-Camp nördlich von Melaqua Lake ist ausgelöscht. Danke, Deke. Ich sag's Mitchell. Und sag Mitchell Bescheid, dass er jetzt noch draußen spielen kann. Er ist noch jung, Deke. Ja, wenn er noch ein bisschen älter werden will, dann sollte er vielleicht lernen, wie man eine Waffe benutzt. Ja, hast du recht. Ja. Ich werde mit ihm. Melaqua Lake, ja, die sind erledigt. Tja, weißt du noch damals auf dem O'Leary Mountain? Ich war nur am Meckern über die Vagabunden und Schurken, die wegen Copes Camp kamen. Oh ja, daran erinnere ich mich noch. Tja, jetzt wo Lost Lake so groß geworden ist,
Es ist 100-mal schlimmer, oder nicht? Ja, das stimmt. Da vermisst man die alten Tage. Na, nicht wirklich. Bis bald, Bruceman. Gegen Ende. Ricky, du hast bestimmt wieder einen Job für mich, okay? Ich komme. Dicken Ende. Okay. So, ich würde sagen, wir machen aber hier einen Cut. Und sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Oder wisst ihr was? Es ist sogar jetzt schon 8:45. Scheiß drauf. Ich geh jetzt einkaufen. Ich würde sagen, das war dann die letzte Folge für heute. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, in Days Go, schön rumballern. Ich werde jetzt alle Videos schneiden, das sind über 20 Stück. Ich habe heute echt Gas gegeben. Seit fast 12 Stunden. Noch eine Stunde, dann bin ich seit 12 Stunden dabei. Ding zur Sucht. Leck mich am Arsch. Ja. Also, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Bis dann. Ciao, ciao.